So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind angelangt bei Kapitel 7 von 9 bei der Meltan Spezialforschung. Wow, ich bin beeindruckt, Eiverschaf. Deine Daten sind eingetroffen, als ich gerade dabei war, alle Beweise zu kombinieren, um Melmetals Platz in der Geschichte zu klären. Diesen Aufzeichnungen zufolge galt Melmetal einst als heiliges Wesen. So, den Rest könnt ihr natürlich wieder selber lesen und euch mal anschauen, was der Doktor alles zu sagen hat. Da sind nämlich auch schon die Aufgaben. Boom. Entwickle ein Traumato, fange ein Dragosso, entwickle ein Sichlor. Da gibt es 3 Raid-Pässe, 10 Überbälle und eine technische Maschine. Wir werden jetzt gleich mal ein Traumato entwickeln. Hier oben sitzt gleich eins. Ne, wir gucken trotzdem mal, was wir für ein süßes haben. Wir haben nämlich noch einen 13er. Das entwickeln wir einfach. Das ist niedlich. Da ist die Aufgabe auch schon fertig. Entwickle ein Traumato, also keine große Sache. Bei Kapitel 6 haben die Raids natürlich aufgehalten, aber die haben wir auch alle an einem Tag gemacht. Ein richtig cooler Raid-Ausflug mit Lukas und Bob. Grüße gehen nochmal raus und danke für den coolen Ausflug. Das werden wir gleich hier wegschmeißen. Werden auch nochmal gucken. Boah, ich weiß nicht, warum der jedes Mal dann diesen ganzen Text neu presst. Entwickle ein Sichlor, werden wir auch gleich noch machen. Wenn wir hier mal reinschauen, ich guck mal kurz, welches davon den besten Satz hat. Wirklich stark, kann es mit allen aufnehmen, Angriff, Verteidigung wirklich hoch und ganz gut. Nehmen wir das in der Mitte, das hat auch die höchsten WP und deswegen haben wir auch den Metallmantel bekommen, dass wir den gleich anwenden können, Sichlor zu Scherox entwickeln. Scherox trotzdem auch ein cooles Pokémon. Wenn ich da einen 100er hätte, hätte ich das auch schon längst hochgezogen. Ein guter Käferangreifer natürlich. Konnte man früher gut gegen Mewtwo und so auch einsetzen. Da, wie aus dem grünen etwas dieses feuerrote, brutale Teil wird. Da schreit's nochmal rum. Das also auch fertig, abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch einen Dragosso fangen. In der Nähe ist leider gerade nichts. Aber wenn wir einen sehen, tüten wir das auch noch ein. Und ja, das war's dann schon mit Kapitel 7 von 9. So, und da haben wir noch das Dragosso gefunden. Da sitzt nämlich eins. Das nehmen wir noch kurz mit. Auf dem Weg hierher haben wir noch ein Barmelin-Raid gemacht. Und haben das noch eingetütet, bin ich froh drum, habe ich noch kurz reingeschnitten, so zum Übergang. Und das Dragosso eingetütet, dann müsste die Aufgabe natürlich auch fertig sein und das Kapitel 7 von 9 ist damit auch beendet. Bam! Da ist es eingetütet, fange ein Dragosso, auch fertig, abgehakt und wir bewerten das mal, denn ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass das ein sehr gutes sein soll. Kann es mit allen aufnehmen, KP beste, auch Verteidigung ist klasse, sind die besten, die ich je gesehen habe. Wow, und das ist so ähnlich wie bei dem Electric, was ich eben hatte, das ist nämlich auch ein 98er. Das schreiben wir gleich mal hier dran, zack, da freut sich's. Damit ist das ganze Teil natürlich beendet. Wir holen auch wieder die Erfahrungspunkte ab. Und natürlich hier die Belohnungen, die 10 Bälle, die technische Maschine und die Raid-Pässe. So, das war Kapitel 7 von 9. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Kapitel 8. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.